Dank dir mit meinem Herzen, ich liebe dich. Das kannst du nicht abschicken. Hab ich doch. Gut, meine Freunde, heute haben wir was richtig krasses vor. Eck weiß noch nicht, worum es geht. Ich sag nur so viel. Ich werde es dir nicht verraten, bis ich dein Handy in meiner Hand habe, weil ihr Leute, ihr habt ja schon gesehen, worum es geht im Titel. Also Eck, hol mal jetzt dein Handy und dann reden wir weiter. Vertrau mir und du musst es auch entsperren. Hol es. Hol es. Leute, wir werden Ecks Handy durchsuchen. Eine Stunde lang habe ich dein Ecks Handy und ich darf machen, was ich will. Ich werde heute eine Stunde lang dein Handy haben. Es ist so ein Dulli, gell? Die benutzt keinen Fingerabdruck oder auch kein Face-ID, weil jemand zu dumm ist, das zu nutzen. Das erkennt sie nie. Oder ihre Daumen, weil das immer mit Make-up voll ist. Kennt ihr das, wenn hier drin so in den Rillen Make-up ist? Das war bei der immer der Fall. Oder so Puder oder irgendwelche anderen Sachen. Oh, hier was gelacht, hier was gelacht. Ja, ich hab okay, ich mach mal das mit der Hand weg. Weißt du, ich mach jetzt so eine Umfrage. Wollt ihr sehen, wie ich mich als S verkleide? Nein! Nein! Plus Schminke. Selina löscht es. Okay, ich poste das. Ach, ihr seht das ja eh. Okay, wir gucken jetzt S. Ich jetzt schon Mental Breakdown. Oh, das war erst der Anfang, ey. Okay, Leute, wir fangen jetzt an bei den Bildern, die sie archiviert hat. With little sis. Wie cringe, Egg. Achso, oh mein Gott, Leute, zu dem Zeitpunkt, ey, haben sie immer gegönnt, gell? Oh, da hat sie geschrieben, alles Gute zum Geburtstag, kleine Schwester. Wieso hast du eigentlich immer erwähnt, dass ich deine kleine Schwester bin? Ja. Warte, wie cringe ist das Bild? Meine was? Willst du mal mit YouTube anfangen? Mal sehen, das war 18. Mai 2019. Und ein paar Wochen oder Monate danach hat sie angefangen mit YouTube. Wegen einer Pizza. Oh, ich hab noch was gesehen. Da war echt trainiert. War echt, das ist so unangenehm, das zu sehen, gell? Kennt ihr das, wenn was so cringe ist, gell? Dass ihr das gar nicht zeigen möchtet? Mein ganzes Handy ist cringe. Was? Du bist eine Taube. Oh mein Gott. Okay, okay, wir gucken jetzt hier weiter in deine Chats. Okay. Nein. Okay. Was? Was? Alinas Boy. Alina hat eine Story gepostet, die hier mit dem markiert, gell? Und er hat mit klatschenden Händen reagiert. Der Song ist wild, du Mann. Ihr eigener. Einer von ihren Boys nennt sie Mans Vibe. Oh mein Gott. Es ist so cringe. Oh mein Gott. Ich kann nicht brauchen. Ich brauche irgendwas zum Trinken. Da geht's schon weiter mit dem nächsten Boy. Alle. Emre. Okay, wie cringe. Okay, da gehe ich auch raus. Ich schwöre. Leute, komm, das Ding ist, ich möchte wirklich jeden von ihren Chats lesen, okay? Aber die sind so cringe. Die sind so cringe. Alinas einzige Freundin hat auf die Story geantwortet und hat geschrieben, Bruder, du bist immer so geschminkt. Die hat einfach eine Lineal-App. Hey! Komm, wir messen mal deine Stirn. 6 cm. Was? Wir wählen jetzt ein random Bild von Ex-Galerie aus. Egal was es ist, wir posten es. Stopp. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Selina! Aktueller Zustand: 450 Leute sind für Ja und 21 Leute sind für Nein. Zum Thema Ess-Schminken. Einer hat geschrieben, Eck, manchmal siehst du schon aus wie S. Das ist aber ein Arschbild, ja. Das waren keine Arschbilder, ne? Warum löschen sie? Wir müssen mal. Oh. Oh. Ihre Freundin hat reagiert. So das? Alinas Freunde schreiben sogar, dass Alinas Eyeliner eine Katastrophe ist. Bitte lösch das Bild. Oh mein Gott, die Fanpages lügen alle. Die haben geschrieben, oh mein Gott, Alina, du bist so hübsch. Warum lügt ihr alle? Die schreiben, oh mein Gott, du siehst so gut aus. Hey, Sarah, kannst du irgendeinen Beitrag posten? Oh mein Gott, okay, nehmen wir mal random Bild. Oh, ich habe da was gesehen. Nein! Das ist so cringe. Oh, das sieht so normal aus. So posten wir. Gepostet. Nerv mich nicht. Ihr Gesicht, oh, so, Gesicht hält das ganze Bildschirm ein. Check mal jetzt die Klarna-Schulden ab. Du hast extra einen Klarna-Pin-Code gemacht. Damit die nicht wissen, was man gib ihn ein. Sehen. Ja. Ja, das kann man verschieben. Das kann man verschieben. Alina, 230 Euro Schulden.
220, das kann man verschieben. Du kannst nicht später zahlen. Wie, ich kann nicht später zahlen? Ja, da muss ich mal auf die dritte Mahnung warten. Ohne Spaß. Und du schuldest mir noch 15 Euro. Das hat doch noch seine Zeit alles. 15. Oktober! Also sorry Leute, ich habe nicht erwartet, dass Zell mein Handy nimmt und dann einfach meine Klarna-Schuld reingeht. Es hat schon einen Grund, warum ich einen PIN-Code habe. Ich möchte nicht wissen, was meine Schulden sind. Oha, sie hat 620 Notizen. Das wird also ein Spaß, Leute. Die hat mich so angeschaut, als ob die mich kennen würde. Mit wem kommunizierst du, Alter? Der Rechtsbruder hat mich mal geliebt. Hallo? Sollst du nicht meine Notizen exposen? Was? Die hat ein Limit für Notizen? Limit ignorieren. Heute kein... AK Nimo Capo. Mag auch SSIO. Oh mein Gott! Ich habe mit so vielen Jungs geschrieben, Leute, dass die eine extra Ablage gemacht hat, ihre Notizen, um immer zu kopieren, wenn die Jungs fragen, was sie mag für Musik. Nein. Also vom aktuellen Stand von ihrem Mobilfunktelefon. Was ist denn da los? Also ich weiß nicht. Vielleicht schreibt sie doch mit einer anderen Person per Notiz. Auf jeden Fall waren da Sachen, die haben gar nicht zusammengefasst, wo man sich nur denkt so, WTF? Also irgendwas. Mit wem schreibst du, ey? Also mit irgendjemand schreibt sie auf jeden Fall per Notiz. Keine Ahnung, ich glaube, Egg und Alina kommunizieren. Ich denke... Sehr verstört, Leute. Wie geht's auf Snapchat? Oh, nein, wir gehen nicht auf Snapchat. Wow. Direkt alles Jungs. Oha. Oh, da sind neue Jungs dazu gekommen. Hör auf, hör auf. Umut, Mark, Shahid, Elias, Volkan, Eren, Mo. Wir müssen mal kurz Location wechseln. Okay, gut. Oh mein Gott, du hast jetzt keine Toilettenbilder. So, nimmst du mich ein bisschen rein. Und was für Emojis machen wir? So girly. Was girly? Eis, Eis, Baby. Nein. Das kannst du nicht. Hashtag sexier. Than you. Hä, Digga, was hast du für eine Rechtschreibung? Hä, Sel, hast du? Ich nach dem Arbeitstag. Hab jetzt eine Story gepostet mit ich nach dem Arbeitstag, weil mein Big immer für Egg einen Mental Breakdown hat. Machen wir jetzt ein kurzes Selfie von Egg. Nein, hör auf. Hä? Building. Hausbau. Hä? Das ist so cringe. Hör auf. Wo bin ich? 1008 Leute sind dafür, dass X sich schwingt wie S. Nein! Wir schreiben jetzt. Nein, nein, nein! Wir schreiben jetzt Hi. Hab schon lange daran gedacht, dir das zu schreiben, Komma, aber hatte immer zu viel Angst. Oh mein Gott! Komm jetzt bitte nicht mit Gefühlen. Habe so oft an dich gedacht. Nein! Und an die Story damals, wie du mich, wie du mich gerettet hast. Als die Pizza an meinem Hals stecken geblieben ist. Ich danke dir mit meinem Herzen, ich liebe dich. Das kannst du nicht abschicken. Hab ich doch. Nein, 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 um Gottes Willen. Mein Gott, die machen das, wenn ich an meiner Hashtag in Öffentlichkeit anhand rieche. Ja, das klingt voll komisch, Alter. Was ist das denn? Sad. Sad, das klingt voll eklig. Es schmeckt. Sad. Und dann soll's Ort machen wie Klo.